Okay, hallo und willkommen zurück zu Skysaga. Wir haben eine Geschichte. Alpha 10 ist das. Ein großer Sturm hat sich über der Welt von Domun ausgebreitet, erschüttert die Landschaft und entfesselt Skelettfeinde, genannt Grobknochen. Die Stämme von Domun zogen sich... Domun? Was ist eigentlich Domun? Egal. Zogen sich in die Städte des Lichts zurück, beschützt von großen magischen Lumoschilden. Im Laufe der Zeit verloren die Städte des Lichts den Kontakt untereinander. Vermutlich zerstört während des Shattering. Nun arbeiten die Stadtgildenmeister zusammen, um die letzten Überlebenden in die letzte übrig gebliebene Stadt des Lichts zu... Escape drücken zum Fortfahren? Okay, zu... Video! Das ist alles schön und neu. Skysaga. Lang nicht mehr gespielt. Machen sie jetzt richtige Story dahinter. Nicht schlecht. Ist die Frage, ob die Quests dann auch mehr mit Story verbunden sind oder nicht. Ob sie da jetzt sowas auch noch machen, dass man wirklich so eine Art Story hat, die man zwar nie endgültig durchspielen kann, aber immerhin ein bisschen was davon nach und nach mitkriegt, weitererzählt. Aber ich glaube, in der Mitte der Stadt war doch irgendwie so ein Questtyp. Steh auf, wir müssen uns beeilen. Das Lumoschild bricht und Grobknochen schwärmen die Stadt. Das ist jetzt richtig mit Geschichte, tatsächlich. Ich habe mich schon gewundert, warum das 2,2 Gigabyte updaten muss, wo sonst maximal 1 Gigabyte oder 1,3 oder so sind. Okay, das ist tatsächlich ganze Menge. Ich habe dann abgedatet, während ich Baldur's Gate gespielt habe. Bei Baldur's Gate hat es dadurch übelst geleckt. So. Okay, jetzt haben wir ein Tutorial. WASD, okay. Gehe zu Eva. So, Leertaste zum Springen, ist klar. Ui, das ist ja richtig hier. Wo bist du? Bist du dahinter irgendwo oder zeigst du mir das nur? Ich bin gefangen. Achso, also siehst du dahinter. Okay, dann soll ich das Zeug zerlegen. Na, klasse. E drücken. I, um dein Inventory. Ach Gott, mein Mikro ist davor. Aber das ist bei vielen so. Rechtsklick, okay. Wo sehe ich meine Leiste? Schließen. So. Und eine Tür. Also das Ding. Moment. Hä? Ach so, die... Tür. Ich dachte, die meinen das Ding hier. Geht nicht kaputt. Oh, machen sie ja richtig Action hier. Ach, schade, ich dachte, ich komme da lang. Kann ich hier schon was einsammeln? Ne, ist alles nicht verwundbar. Okay, dann soll ich also hier hoch. Mit Druckplatten. Stimmt ja, das habe ich auch noch nie ausprobiert, so richtig. Ich hatte zwar gewusst, dass es dieses Lumostone-Zeug gibt, aber ich habe das nie richtig ausprobiert. So, jetzt soll ich mit dir sprechen. E drücken. Good. You made it. Let's become friends in case we get separated again. Haben sich die Tasten eigentlich geändert? War das schon immer mit den E-Taste und... Na, keine Ahnung. Drücke O. Oh. Freunde. Okay. Now I need your help. The other guildmasters are trapped and I can't save them both. You'll have to help one and I the other, okay? Okay, also soll ich mir jetzt aussuchen, wem ich helfen soll? Okay, also das ist einer wohl. Okay, also das ist wahrscheinlich zum Bauen. Der Gildenmeister. Und der andere ist dann mit Kämpfen, oder was? Ja, der ist mit Kämpfen. Ja, ich würde lieber das machen wollen. Ja, das machen wir wahrscheinlich viele, oder? Obwohl, einige werden noch bauen. Vermute ich. Ich werde erstmal kämpfen. Richtige Einstellung. Also die ist ja schon hier... Na gut. Okay. Sie werden keine Chance haben. Jetzt kriege ich ein Schwert oder was? Am Luftschiff-Dock neu formieren. Okay. I'm ready. Das heißt, die will lieber bauen oder die ist schon auch so eigentlich lieber fürs Kämpfen? Und deswegen hat sie gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Okay, jetzt muss ich das Schwert nehmen und wahrscheinlich noch... Ach nee, habe ich schon ausgerüstet. Okay. Wieso habe ich das in der linken Hand eigentlich? Weil das normal ist, ich weiß.
Gut, das geht alles noch. Gut, das Kampfsystem ist noch ähnlich, aber man konnte doch irgendwie aufladen, ne? Jetzt soll ich mit dem sprechen. Also die ganzen Sounds und so, ist klar, dass da ein Gigabyte mehr runterzuladen war. It contains the last of the city's Lumo energy. You can use it to boost your rewards. Oh, cool, danke. Okay, Schlüsselsteine, gewöhnliche Währung, mächtige Relikte, die verwendet werden, um die Belohnung zu erhöhen oder Schatzbernsteine und andere wertvolle Gegenstände zu kaufen. Splitter von kondensierter Lumo Energie, sehr geschätzt wegen ihrer magischen Natur. Einsammeln. Okay. Jetzt soll ich. Okay, dann mach ich das mal. Das heißt, das gibt es jetzt in jeder Welt, oder wie? Okay, also jetzt haben die Stadt überwältigt und, also überrannt. Aber wohin werden wir gehen, genau? Dorthin müssen wir gehen, na klar, wirklich? Die Stadt des letzten Lichts. Ja, zur Stadt des letzten Lichts. Also ich glaube, das Video macht wirklich wahrscheinlich über 500 Megabyte aus. Oder die ganzen Videos und Sounds und so weiter. So, ich muss meine Hand lieber Tastatur und Maus halten. Ich habe gerade weggenommen. Nicht, dass ich doch noch ganz schnell kurzfristig kämpfen muss oder rennen muss oder so. Muss ich dich jetzt retten? Oder retten andere dich? Da ist unser Luftschiff. Okay. Ach, jetzt muss ich selber dann zur Stadt des letzten Lichts finden. Das heißt, ich bin jetzt so auf meinem abgestürzten... Jetzt haben wir die Geschichte, warum ich ein abgestürztes Luftschiff habe. Ah, so funktioniert das. Gut zu wissen. Ja, also zumindest da haben sie schon richtig sich Mühe gegeben bei der Alpha 10. Also das ist echt nicht übel, was die hier gemacht haben. Hätte ich nicht gedacht, dass bei so einem, was ja eigentlich MMO ist, so eine Geschichte drumherum gebastelt jetzt wird. Wobei wir noch sehen müssen, wie weit die Geschichte weitergeht. Jetzt sind wir wohl normal im Ladebildschirm. Yes, das sieht lustig aus, aber da hat er das ja noch runtergefallen und hat dabei ein Foto gemacht. So, es geht weiter, das Video. Bin ich jetzt auf der Stadt des letzten Lichts oder bin ich jetzt auf meinem neuen Zuhause? Pff, ja, schmeiß doch deine Hände ein. Ach so. Oh. Okay, das ist jetzt der Charakter Creator. Gib unten einen Namen. Kann ich hier einen anderen Namen eingeben? Ja, das sind doch die ganz normalen Rassen. Du siehst so anders aus. Da kann man jetzt noch mehr machen hier, wa? Das sieht ja alles ganz anders aus. Ach du je, Mede. Gut, dann machen wir erstmal... Ja, machen wir. Wir versuchen mal einen ganz normalen Menschen zu kreieren. Mal gucken. Also. Charakter, Hintergrundgeschichte. Stadtbewohner, Himmelsmatrose, Dorfbewohner, Eisfischer, Eisläufer. Eisfischer, eine Gruppe begann für Geduld und Entschlossenheit, um eine bewegende heimtückische Landschaft zu meistern. Und wenn ich jetzt hier was anderes auswähle, habe ich dann andere Geschichten. Ja. Ah, so funktioniert das. Bawami-Mönch, okay. Mönch, Bawami und trugst deine heilige Schuld aus dem tiefsten Dschungel zurück in die Städte der Bawami. Das ist mit Bauen, okay. Kannst du nicht entscheiden? Klick auf Zufallsoption, oh. Zu gesetzloser. Gesetzloser. Okay. Sowas nehme ich vielleicht auch, ja. Wollen wir gleich den Typen nehmen? Dann haben wir doch jetzt so einen Zufall. Ich habe nur noch mal meine Geschichte angepasst. Na klar, lass mal das so. Das ist jetzt Baal. Kann man da einen Namen noch groß schreiben vorneweg? Das wäre zumindest schön. Gut. Bist du zufrieden mit deiner Auswahl? Du kannst nicht wieder zur Charaktererstellung zurückkehren.
Ja, okay. Das ist jetzt Baal. Was auch immer ich da ausgewählt habe. Aber immerhin mit lustigem Movie. Drücke eine beliebige Taste. Aber ich will den jetzt sehen, was er jetzt macht. Na gut, macht scheinbar nichts mehr. Dies ist der Atlas. Benutze es, an verschiedenen Orten des Geisterlager zu reisen. Hier öffne Atlas mit N und wähle dein Reiseziel. Okay. Aha. Das ist ja interessant. Hier gibt es zweimal Bauwettkampf. Bauwettkampf-Arena ist noch im Bau. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei. Anderen Helden, Bauwettkampf auf Zeit. Ach, das ist die Arena, PvP. Das ist irgendein anderer Bauwettkampf und das ist der normale, der den schon immer gab. Hervorgehobene Insel. Okay, also da kann ich mir irgendwelche wahrscheinlich favorisieren. Inselübersicht. Arbeit mit der Siedlergilde in der Stadt des letzten Lichts zusammen, um die Inselübersicht freizuschalten. Nicht verfügbar, arbeite blablabla. Das ist also Heimatinseln, okay. Jetzt soll ich wohl zur Stadt des ersten Lichts reisen. Ich meine, wahrscheinlich könnte ich jetzt auch hierauf klicken, aber ich soll wohl dahin reisen. Gucken wir mal, das heißt, ich brauche nicht mein Luftschiff reparieren, heißt das? Oder wie? Oder habe ich jetzt was falsch gemacht, dass ich darauf geklickt habe? Das hat mir doch angeboten. Ich soll doch jetzt klicken. Das werden doch die meisten machen, oder? Ich versuche gerade einfach nur ohne sozusagen das zu machen, was ein neuer Spieler intuitiv erstmal machen würde, wenn er das Spiel leckert. Ich hoffe, der nimmt den Ton weiter auf. Okay, Ton ist noch zu hören. Okay, also der hat jetzt 20 Sekunden geleckt. Gut zu wissen. Ich hoffe, der hat den Ton da ordentlich aufgenommen und nicht irgendwie gestoppt. Da bin ich ja gespannt, wie das aussieht. Na jedenfalls, ja, scheint, wenn es jetzt ein Video gibt, scheint das zu sein, was man machen sollte. Ich hatte auch keine Insel unter mir gehabt, aber ich hätte gedacht, dass man erstmal wieder sein Schiff reparieren muss, so wie es früher immer war. Aber das ist wohl nicht mehr der Fall. Gut. Quatsch denn? Welcome to the city of Last Light. This city is a safe haven, a refuge for all who seek it. Okay, erstaunlich. I am glad to see you escape the shattering, friend. Fortune has smiled upon you. In der Tat. We were lucky. Everyone who escaped was. Mermesh and Peregrine got out safely. As did many, thanks to the brave actions of Eva and the other heroes. Das war knapp, ja. Sadly, Eva herself was? Did not make it. Ah, na gut, ich hoffe, dass sie in Ordnung ist. Das heißt, ich kann sie vielleicht retten. Ja, auch rächen zur Not. Oh. Aber dürfen sie sich von seiner Traurigkeit nicht mehr kriegen lassen. The city treasure. It is a pleasure to meet you. Und das gleiche für dich. If you are ever in need of knots, I buy items at very reasonable prices. Gut zu wissen. I am sure you are eager to explore. Ja. There is much to see. Seek out Mermesh in the Settlers Plaza, the building behind me. He will help you get started. Okay, alles klar. May fortune favor you, my friend. And once again. Willkommen, hat sie gesagt, aber ich habe das abgebrochen. Gut, jetzt sind wir endlich da angekommen. Sehr schön. Jetzt würde mich interessieren, während man das Video... Oh, da ist jemand gespawnt. Während man das Video anguckt, ob man dann automatisch hier spawnt oder ob man für die anderen Spieler dann dort hinten noch steht. So, ich soll jetzt mit Mermesh sprechen. Das Spiel ist ein bisschen laggy, obwohl ich die Einstellung eigentlich relativ niedrig gemacht habe. Aber ein bisschen laggy ist es. Ich hoffe, das macht sich nicht zu sehr bemerkbar nachher. Hallo Mermesh. So, you have arrived at last. Peregrine was sure you would return to us, and I am overjoyed to see he was right. Dieser Platz ist unglaublich. We are blessed to have found such a majestic place to call home, and I am honored to welcome you to it. Ich bin froh, hier zu sein. Leader of the Union of Settlers. Though the threat of destruction still looms below us, my guild works to bolster the city's defenses and hold back the darkness. Tapferer Grund. Das heißt, wenn man jetzt einen Verbrecher nehmen würde, würde der dann auch sowas sagen? Weil dann bin ich ja eigentlich nicht so unbedingt der hervorragendste Mensch, den man sich... Oder in dem Moment, ja, Drachen war das, glaube ich. Oder Echse. Oder keine Ahnung, was das jetzt genau nochmal war. Wäre man ja nicht unbedingt der Edelste.
Vom Edlen. So, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich akzeptiere. Sharing islands and completing challenges, we can generate energy to strengthen the Lumo Shield. Ah, jetzt haben sie das so in die Geschichte eingebaut, dass sozusagen Quests erfüllen, Energie sammelt, damit das Schild gestärkt wird. Das heißt, wenn jetzt keiner mal was machen würde, wird die Stadt überrannt. Oh, cool. Ich möchte mal nichts machen. Der beworbenen Inseln besuchst und die Aufgabe dort absolvierst. Okay. Klingt okay. N ist der Atlas? Warum eigentlich N? Nep. Anstatt Map hieß es hier Nep wahrscheinlich, aber ist bei irgendeinem anderen Spiel auch so. Erstellt von Skysaga, 12. Oktober 2016. Das heißt, ich soll die wahrscheinlich besuchen und liken oder so. Möchtest du öffentliche Insel besuchen? Klar. Ich werde aufgesogen. Von der Welt um mich herum. Kommt jetzt auch wieder ein Video? Kommt eigentlich bei jeder Karte jetzt ein Video? Dann kann ich mir vorstellen, dass da Leute eine Krise kriegen werden. Aber vielleicht kann man die auch deaktivieren oder so. Okay, wenigstens hat er nicht wieder so 20 Sekunden geladen. Dies ist eine beworbene Insel. Freue dich auf Herausforderungen, mit deren Abschluss du eine Belohnung erhalten kannst. Wenn du dabei sehr schnell bist, kannst du alle sichtbar einen Platz auf der Rangliste erobern. Okay. Täglichen Belohnungen hinzugerechnet. Schließe ein Rennen ab. Absolviere die Insel, um eins der folgenden zu erhalten. Bernsteinschatz, Währung und Schlüssel. Ressourcen und Komponenten, Lumostone und Ichor. Werbung. Was heißt da? Also das hat hohe Wahrscheinlichkeit, das unten hat mittlere Wahrscheinlichkeit alles. Das heißt, das wäre sozusagen, dass die eigene Insel irgendwie beworben wird dort. So, was soll ich jetzt machen? Schließe ein Rennen ab. Soll ich jetzt schon beeilen mich? Ah, jetzt. So. Springen. Tägliche Belohnung 1 von 5. Sammel deine Belohnung für das Aktivieren des Rennens ein. Okay. Du hast 0, benötigst 2. Möchtest du mehr erhalten? Erhalten. Jeder Schlüsselstein benötigt 5 Fragmente für die Herstellung. Okay, habe ich mal gemacht. Ich hoffe, ich brauche die nicht nachher nochmal. So, und drücke N, um den Atlas zu öffnen. Und statt des letzten Lichts, sprich mit Mermisch, nimm deinen Schatzbernstein und bringe ihn zu Yautin anstatt des letzten Lichts. Okay, also soll ich jetzt N drücken? Ich verstehe nicht ganz, warum ich jetzt nicht weiter hier mich umgucken konnte. Ich wollte doch eigentlich was tun. Und wieso ist mein Level so fast voll? So, jetzt soll ich wieder hier hin, ist klar. Ich hätte gerne noch geguckt, was da noch so ist. Hätte ich bestimmt noch Zeug rausziehen können. Aber naja, gut, ist noch so eine Art Tutorial. Ich will auch nicht zu lang das Video machen. Das Tutorial versuche ich jetzt mal als abgeschlossenes Video zu machen. Aber wenn es noch zu lang wird, dann werde ich es wahrscheinlich in 2 Teile aufteilen. Mal gucken. So, ich soll jetzt mit Leuten quatschen. Hier ist einmal eine Person, mit der ich quatschen soll. Bist du Tao Ying? Das ist das untere Quest. Nee, nicht im F. E. Schatzbeste. Ah, du bist richtig gekommen. Ich bin ja Tao Ying. Ich weiß mehr über die mystischen Artefakte als irgendein anderer auf Domun. Ich verstehe. Obwohl The Shattering alles zerstört hat, haben einige Artefakte der Zerstörung widerstanden, indem sie sich eine magische Hülle eingeschlossen haben. Diese sind bekannt als Schatzbernsteine. Wie ich sehe, hast du schon geschafft, einige zu sammeln. Wie interessant. Oder weißt du das? Ich habe mein Leben dem Studium der Artefakte gewidmet. Schatzbernsteine sind meine Spezialität. Gib sie mir einmal her. Ich beherrsche die Kunst der Reinigung des Bernsteins. Du kannst behalten, was im Inneren liegt, aber die Schalen sind für mich. Sie haben keinen Wert für dich. Recht und billig. Okay, also vielleicht will ich aber auch die sammeln. Vielleicht will ich das auch erforschen und dann dir Konkurrenz machen. Oder mit dir zusammenarbeiten. Aber naja, gut. Wenn ich erstmal mit dir zusammenarbeiten soll, indem ich dir das Zeug bringe und du mich dann damit stehen lässt und ich nicht mal einen Blick drauf werfen kann, was du da eigentlich machst, dann soll es so sein. Auch wenn ich dann eingeschnappt bin und dir keine mehr bringen werde.
Wenn du noch mehr findest, bring sie zu mir. Ich werde sie für dich reinigen. Du kannst sogar welche von mir kaufen, wenn du willst. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder, ein neuer Ankömmling. Ich werde ein Auge auf dich werfen. Ich bin sicher, du wirst. So. Was soll ich jetzt? Also die Pfeile sind da drauf. Okay, dann soll ich also das da reinschmeißen? Jetzt kriege ich irgendwas davon. Okay, diesen Bernsteinschatz veredeln. Mal gucken. Geld. Okay, na gut. Ist okay. Und den jetzt auch noch. Ich bin im Rang aufgestiegen, sagt links unten der Chat. Nochmal 500 Gold. Kann ich was anderes kriegen? Na gut. So. Und der Laden? Erste Season. Achso, hier unten hat man sowas. Mhm. Zu vieles Möbelstück. Mit erster Season. Interessant. Habe ich denn diese Dinger, die ich dafür brauche zum Kaufen? 40 von irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich habe Post, sehe ich da unten. Und hier? Möbelstück auch, ja. In 8 Stunden werden die Shopwaren aktualisiert. Gut zu wissen. Ah, kann man dann hiermit? Mit Echtgeld wahrscheinlich. Jetzt haben sie die ersten Echtgeldtransaktionen, oder? Also, ich werde es jetzt noch nicht ausprobieren. Aber ich habe so das Gefühl, das ist das. Ich bin Rang aufgestiegen, ja. Haben wir ja festgestellt. So. Achso, Inventar muss ich schließen, damit ich mich wieder bewegen kann. Ich wundere mich, warum kann ich mich nicht bewegen? Inventar war noch offen. Ich habe schon mal Post. Wahrscheinlich für den Rangaufstieg oder so. Ach, das war das hier. Diesen Brief löschen. Alles nehmen. Ah, jetzt habe ich hier 50 Marken. Ist das dann irgendwie die Cash-Shop-Währung oder so? Also irgendwas müssen sie ja irgendwann mal machen. Die haben jetzt so lange ohne Geld zu kriegen das ganze gespielt, das ganze Spiel entwickelt, meine ich, dass ich denke, dass sie irgendwann doch mal was tun müssten, ne?